Сейчас пока лентя сидеть будешь на стол на этом на стуле. Блядь, но. Чё? Но. Блядь, сказал? Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei TapTapTube. Heute ist ein ganz besonderes Video. Ich weiß noch nichts davon. Und zwar werden wir mal heute einen Tag lang Russisch reden. Bei Max auf dem Kanal, als wir in Dänemark waren. Das war so lustig. Deswegen habe ich mir gedacht, das machen wir jetzt bei TapTap auch. Что ты делаешь? Hau ab. Он включает здесь камин. Камин. Он включает камин, да. Но включает, нет, он включает печку. Здесь можно варить, здесь можно, да, здесь можно печь. Посмотрим, что он делает. Приветик, что ты делаешь? Чё? Gefragt, was du machst. Сидит на компьютере, занимается. Или играет. Ich habe leider den Kindern Russisch nicht beigebracht. Das bereue ich wirklich. Also, ich gehe jetzt hoch zu Max. Da ist ja Christias Hilfe, da kann er wahrscheinlich ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Er wird mich auch nämlich überhaupt nicht verstehen. Denk dran, in diesem Video musst du nachher die Übersetzung einfügen. Das wird ein Spaß werden. Eigentlich, wie gesagt, mit meiner Mama rede ich ja ganz viel Russisch. Und damit ich selber nicht verlerne. Klopf, klopf. Privetik. Чем занимаемся? Ты verstehst sie jetzt, ne? Ja. Christi versteht mich komplett. Privetik, собачка наша маленькая. Du kannst raten, genau. Nee, das ist ja viel zu einfach. Christi kann alles verstehen. Am besten reden Christi und ich zwischendurch mit euch einfach. Christi kann auch ein bisschen was sagen. Du kannst es so gut, Mann, du traust dich nur nicht. So ging es mir in deinem Alter auch. Что делаете? Чем занимаетесь? Was machen wir? Was machen wir? Ja, genau. Wir überlegen gerade, was wir für Videos aufnehmen können. Молодцы, молодцы. Уже кушали? Fleißig, fleißig. Да, кушали уже на обед. Я! Уже кушали на обед или нет? Или ничего не варили, Кристинка? Не варили? Нет. Че, он пописал? Он сейчас, он им писит везде, здесь, между прочим. Сегодня, между прочим, сегодня он здесь 5 раз писал. Здесь где-то. Где-то на ковру здесь написал, на ковре написал. Diese Wörter habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Nee, deswegen es gibt so ein, zwei Wörter, die habe ich schon mal mitbekommen halt. Also entweder wenn du redest oder wenn. Was heißt Affe? Privet, genug mit Russisch. Wir haben ja ein cooles Spiel, nämlich Balan Wonderworld. So sieht das aus. Wir haben es jetzt für die Xbox. Gibt es allerdings auch für die Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S und X. Und digital für den PC auf Steam. Das Game ist ab sofort erhältlich für alle Plattformen, die wir gerade genannt haben. Es ist jetzt auch schon im Spiel drin, Ash. Du kannst erstmal direkt einen Charakter nehmen. Der heißt übrigens Leo. Ganz witzig an der Stelle. Ich muss sagen dazu, ich habe das Spiel schon mal ein bisschen getestet, ne? Was mir aufgefallen ist, sau viele von diesen Zwischensequenzen, die man gerade zum Beispiel sieht. Nein. Voll witzig, oder? Warte, mach da. Stabil, das bist jetzt du. So, Ash, wir sind jetzt gelandet auf der Tim-Insel. Ja. Was Tim ist, das sind deine kleinen Helfer, das siehst du auch noch gleich. Da kannst du die Helfer, deine Tims kannst du da füttern und dann vermehren die sich. Start am direkten Level. In eine Runde rein. Also eins oder zwei? Okay, das ist eins. Ne, zwei. Okay. Das ganze Game ist so quasi im Jump-and-Run-Stil und du siehst auch gleich, das ist ein bisschen an Super Mario World angelehnt. Siehst du, oh Gott, da rasier halt direkt das hier, was du gerade gesammelt hast, das ist die Gummiblume. Das ist ein von 80 Kostümen. Jedes Kostüm verleiht unterschiedliche Fähigkeiten. Zum Beispiel die Gummiblume, da siehst du ja, was passiert. Du bist gerade absolut in diesen Tümpel da reingelatscht, hast du sie verloren. Oh nein! Jetzt hast du das Kostüm nicht mehr. Aber jetzt musst du natürlich... Daraus kann ich mit Tims machen. Ja, stimmt, genau, sammelt alle Münzen, alle Tropfen ein. Perfekt, Statuen gibt's auch. Lol. Je mehr Start. Ja, perfekt. Hast du bestimmt gelesen, ne? Mhm. Dann guck mal da rechts, was das ist im Schlüssel. Erster Schlüssel, genau. Und jetzt kannst du das Kostüm freischalten. Was ist das? Fußballer. Ja, cool aus. Jetzt siehst du da unten. Ja, genau. Jetzt hast du unten hast den Balken gesehen, ne? Ah. So, jetzt hast du den Torwart weggeschossen. Ups. Viel zu schwach geschossen. Jetzt muss natürlich weiter zur nächsten Welt. Es gibt nämlich 12 Welten mit einzigartigen Themen. Guck mal, jetzt zum Beispiel. Man kann Charaktere switchen. Ja, genau. Leute, falls ihr das hört, hier ist gerade richtig coole und mitreißende Musik. Ja, und noch, und pass auf, dass du nicht gegen die läufst, weil dann verlierst du dein Kostüm. Das willst du ja natürlich nicht. So, jetzt und kannst du die ganzen. Ja, genau. Das sammelst du jetzt ein, damit du nachher mehr Tims hast. Immer weiter. Tims einsammeln. Genau, jetzt guck mal da vorne, da ist ein neuer Charakter. Da ist ein Schlüssel. Du bist gerade am Schlüssel vorbeigelaufen. So, und jetzt einmal. Was ist das für einer? Bleischwein. Was kann der? Guck mal, du kannst jetzt. Der kann in Luft. Oh mein Gott. Versuch mal Jump'n'Run zu machen. Aber du kannst das Ding hier einsammeln.
Jetzt nach rechts gucken. Ja, genau. Ja, sammel das Ding ein. Ja! Beste. Guck mal, jetzt hast du zweimal das Bleischwein, falls du einmal eins verlierst. Guck mal, jetzt kannst du genau wechseln. Oder ist es geht. Egal, geht. Nein! Außerdem gibt es hier krasses Design der Welt und mega coole Figuren. Gönn dir, jetzt gönn dir das Schwein nochmal. Versuch mal das Tor zu öffnen. Oh, okay, mach, mach. Genau, denn da, die, da geht dann die Welt weiter. Da, 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 da musst du hin, da musst du hin. Und ich hab. Vorsicht, Vorsicht, da kommt irgendwas. Da kommt irgendwas. Links, da kommt irgendwas. Ich würde da weggehen, schnell. Weg, 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 weg. Der rollt dich nicht weg. Der geht ins Loch, der geht ins Loch rein. Der verfolgt dich! Der ins Loch. Mir auch aufgefallen, es gibt voll die atmosphärischen Zwischensequenzen. Ich übrigens, ganz kurz. Gewonnen. Ich kann übrigens auch mitspielen. Es gibt nämlich einen Zweispieler-Modus, also könnt ihr mit Freunden oder Familie zusammenspielen. Lass machen. Mit Freunden spielen. Jetzt musst du auf mit einem Freund spielen drücken, genau. Ich drücke jetzt einfach A auf meinem Controller und fertig. Ich sehe schon, Ash jetzt immer hier oben, wie wir spielen. Der Mann, der gegen den Sturm wird. Das meine ich übrigens mit den atmosphärischen Zwischensequenzen. Naja, Münzen einsammeln noch nicht. Wollen Münzen, wir wollen auch die ganzen niedlichen Tims haben. Ja, geh mal durchs Tor und dann würde ich sagen, spielen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter. Den Link zu dem Spiel findet ihr jetzt unten in der Videobeschreibung. Schaut da sehr gerne mal rein. Schaut jetzt weiter, ne? Wirklich cool. Viel Spaß mit dem restlichen Video. Ja. Also einige Wörter kenne ich halt so, weil Chris' Mutter redet ja auch öfter mal Russisch. Das hört man halt so vom, man hat es schon mal gehört. Aber das, was du gerade eben hier mit Teppich vielleicht irgendwas geredet hast, haben die gehört. Ich habe gesagt, dass er hier schon fünfmal gepinkelt heute bei euch. Traurig einfach mal. Сейчас на ручке напишет, ja. Ну, не. Шарма, die Kinder haben nur weiße Schuhe. А, почему у вас только белые башмаки все? Белые и серые и одни чёрные. Ich glaube, das heißt, dass wir nur weiße Schuhe haben fast. Да, правильно. Кошмар. Башмаки даже не это не, а, как не моют. Не моют. Was für Psst. Was? Лео спать хочет. Всё, пошли. На ручки его бери, идём. На ручки. А Кристина понимает. Ну вот, а вот что? Все, писит, смотрите. Молодец. Молодец. Одна лужица написала. Макс, я пошла кушать готовить. Aber was zu essen bekommst? Nein, ich gehe für uns jetzt Mittag kochen. Ach so, ich darf es genügend. Пока, tschüss. Пока. Куда пошел? Кто? Кто? Вита. Да? Да. Твой тут друг придет твой с ночевкой даже? Сейчас поможешь мне покушать готовить? Стол накрывать. Я бы сказала, du sollst mir Tisch helfen decken. Komm jetzt, wir machen jetzt Essen. Es gibt lecker Essen. Пошли быстро, идем, готовить, готовить. Да, да, на, на, на. Да, да, пошли. Быстро. А то сейчас такой лентяй сидеть будешь на столе на этом. Вася, блядь, но. Че? Да, да, да. Блядь, сказал? Ты вообще... Че ты сказал? Нет, блядь. Только не ругаться. Блять! Материться, ты вообще ужас! Блять! Кошмар! Быстро пошли кушать, готовить! Быстро пошли кушать, готовить, блин! Вот вообще! Какие лентяи это вообще! Ладно, хоть у меня муж поможет сейчас, он стоит где? А, он на кухне уже стоит. Пельмени будем делать? Тесто сегодня будет делать? Не, эти, тесто для пельменей? Или для пиццы, или что мы будем делать? Нет, мы хали меджимула. Das nicht genug bei alle. Ja, подожди. Тогда возьмем сейчас, что мы сделаем. Мы можем вот что. Schaut mal, wir haben hier solche Kartoffeln. Ich muss Kartoschку можно сделать. Картошку, потом можно творог я сейчас разведу. Творог с чесноком. Дети гуляют. Творог можно развести сейчас. Принеси мне, пожалуйста, сухие салфетки с этого, с гаража. Soll ich zavet holen? Ja, Zeva. Du warst der Garage. Garage. В гараже. Смотрите, у Лео одна палочка. Палочка во рту у тебя. Er hat mich schon einigermaßen verstanden, ne? Wir müssen denen echt Russisch beibringen. Meine Schwester zum Beispiel spricht mit ihrer Tochter Russisch. Das ist voll lustig mit dem Baby, ne? Aber ich habe das damals nicht gemacht. Das bereue ich schon voll. Glaubst du, dass das für Kinder gut ist? Ja. Was machst du denn hier? Mama meinte gerade, du willst nicht helfen, Essen zu machen. Jetzt weiß ich auch, warum du es nicht willst. Darf ich mitspielen? Wollen wir meiner Mama irgendwas Russisches sagen? Irgendwie irgendwas, was sie überhaupt aus dem Hocker haut irgendwie? Hab ich denn? Ey, u tibia nizikia IQ. U tibia чё? Was? Niskaya IQ? Ну ты обижаешь меня теперь здесь, блин. Ey, wollen wir nächstes Video reden wir alle auf Englisch, dann versteht Mama nichts. Задание для себя, давай. Ich
Ich verstehe keinen. На три, пожалуйста, сыр. Ja, am besten noch auffällige direkt hinstellen, dann brauchst du gar nicht mehr. Ist so gut. Ich habe gerade gesagt, ich rede jetzt nur noch Russisch mit denen. Und irgendwann verstehen die das ja wohl. Oder? Was heißt das davon? Тёрка – это сыр. Käsig. Тёрка. Kannst du mir den Teller geben? Тёрка. Ja. На стол накройте, пожалуйста. Das Wort, das zweite, dieses пожалуйста. Das habe ich schon mal gehört. Bitte. Bitte, okay. На стол накрывать. Habe ich noch nicht gehört. Стаканы, auch вилки, nicht gehört. Ножи. Кушать хотим. Кушать ist Essen. Да, на mhm. стол накрывать. Besteck bestimmt, oder? Тарелки. Кабель? Тарелки, эти, вилки, да. Вилки ist Messer. Вилки. Покушать готово, стол накрыт. Я хочу кушать. Я хочу тоже кушать. Да, приятного аппетита всем. А, Лео тоже пришел. У него от зайца ухо. Да? От зайца. Всем приятного аппетита. Мы все покушали. Wir haben jetzt alle gegessen. Danke für die Übersetzung. Давай со стола уберем. Вставай heißt steh auf. Вставай, steh auf. Oh. Ja, das weiß ich. Давай со стола уберем. Das weiß ich leider nicht mehr. Max, steh jetzt mal auf. Упс. Вот что пришло. А. Für euch. Очень хорошо. Хорошо. Давай, да, хорошо, идем, уберем со стола по-быстрому. О. Дружок не доел. Das ist ein Wort, das habe ich Wo ist Ash denn eigentlich? Vielleicht muss er nicht helfen. Ja. Тогда иди позови его. Ich soll Ash holen. Aha. Понял. Ach, wer ist das denn? Hä, wieso hast du auf einmal Zeit? Заставили его. Erstmal auch einräumen, das ist leer. Da hinten muss ich den ganzen Elfenschlag anfangen. Ich musste das auch immer machen. Magai, da war Mami, gehen! Magai, Mami, dabei! Вот, смотри! А вот сейчас ты тарелки! Иди сюда! Блядь! Вот матершинник, у нас дед матершинник был, also mein Opa hat immer geschimpft. Das ist nass von morgen. Und was macht Ash jetzt? Macht er nicht sauber oder was? Ich hole gleich einen Gürtel. Aber ich bin einfach mal so frech und behaupte mal, das Video ist jetzt zu Ende. Ich hab gerade spontan beschlossen, dass ich das Video beende. Wer sowas nochmal machen soll, schreibt's rein, aber für heute ist ja warum wir genug gescheucht, glaube ich, oder? Mhm. Vor allem du, ne? Mhm. Mama meint schon, die holt gleich einen Gürtel für dich. Oh no. Oh doch. Ruf schon schlafen. Ja, genau, du brauchst Hausschuhe für, kein Gürtel, sondern Hausschuhe. Ja auch, schlupf hier. Ja genau. Die Nacht wirst du nachher nicht überleben, aber ich würde sagen, lasst einen Daumen hoch und vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ich beeile mich von oben.